Hallöchen, Popöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Hogwarts Legacy. Woo! Ich freue mich. Irgendwie kann man eine Rolle machen. Ha, da ist es. So, wir sind in der letzten Folge in Hogsmeade angekommen. Hogsmeade. Sonko Scherzartikelladen. Was haben wir da? Schnabel und Brut, ein Geschäft für Tierwesenbedarf. Der alte Narr, ein verlassenes altes Gebäude in Hogsmeade. Dann fangen wir doch mit dem alten Narr an. Da oben. Ich würde sagen, erstmal zum alten Narr. Gucken, was man da machen kann. Das wird ja irgendeinen Sinn haben, dieses Gebäude. Hallo, oh. Protego, Lumos. Also an so einer Mauer, okay. Oh, okay. Mit Uhrwerkmotiv. Ein Schal mit Uhrwerkmotiv. Violetter Schal mit Schlossmuster. Repar. Ne? Hätte ja sein können. Das sieht nach hier unten aus, oder? Ah. Protego. Lumos. Na, bist du hier irgendwo? Sieht irgendwie sehr nah nach hier aus. Werde dich finden, du kleines Biest. La 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 Lumos. Das ist doch hier garantiert. Jetzt hören wir noch keinen vom Pferd. Da muss man sich von dem Bild mal ein Foto machen. Weißt du, wie ich meine? Mit dem Handy einfach von dem Bild ein Bild machen. Und dann kann man auch erkennen oder weiter versuchen zu erkennen, wo man hin muss hier. Warum kommen wir nicht rüber? Lumos. Kann ja wirklich überall sein. Ich meine, okay, wir gehen jetzt erstmal weiter. Das finden wir noch raus, bevor wir hier wieder abhauen. Das sage ich euch. So, dann. Die magische Rübe, Hogsmeade, Lieferant von frischen Produkten, Samen und Dünger. Dann fangen wir hiermit an. Huch. Dir mal den Kürbis hier an. Da fliegt doch schon wieder so eine Seite. Guten Tag. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart.
in der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Okay, was ist das hier? Verkaufen? Das kann man verkaufen, okay? Diptam-Samen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Aber ja, sich alles gar nicht leisten. Protego. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor den Leuten, vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Die Tür ist verwurzelt, da kann man nicht rein. So, was haben wir hier für einen Laden? Ach Mann, ihr mit euren Kackschlössern! Kommt man da oben rein? Ne. Huch, das war ich nicht. Doch richtig gesehen. Halt damit. Akakio. Lauf, Junge. Sonst akakio ich dich. Sehr schön. Da kann man suchen. Oh, reich. Willkommen bei Jay Pippins. Hallo, Mr. Pippins. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Hast du auch einen Sextrank? Wie kann ich heute behilflich sein? Rezept Edo's Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt.
Ein Rezept für einen Heiltrank. Sehen Sie sich gern ein Rezept für einen Tars an oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ich hätte gerne ein Rezept für ein wie soll ich das erklären? Damit ich bei den gekreuzten Stäben länger stehe, weißt du, wie ich meine? Also auch der Toten. J. Pippins Zaubertränke gegründet 1753 ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Meinst du, ich sehe dich da unten nicht? Oh. Beiger Schal aus Naturwolle. Revelio. Hä? Also erstmal ist da oben irgendwo eine Truhe. Aber die wird wahrscheinlich in dem Haus sein, wo ich nicht reinkomme. Und oha, das war knapp. Und jetzt ist hier auch eine Truhe gewesen. Da unten. Da unten. Schon wieder so eine. Klassischer Schulumhang. Ich habe im Übrigen, nur dass ihr es mal seht, ich habe mein Spiel mit Warner Brothers verbunden hier und mit dem Fan-Scheiß von Warner Brothers. Und ich habe nicht den Umhang bekommen. Aber man kann sich seinen Zauberstab importieren lassen aus dem... Weißt du? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt gleich bei Ollivander geht. Weil in meinem Zauberstab ist Phönix, eine Phönixfeder drin. Ein Kern aus Phönixfedern. Erstmal was fressen hier. Gruselig hier. Guck mal im Hintergrund. Widerlich. Aha. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Geht schon wieder nicht rein. Ach, sorry, du standst im Weg. Oh, noch so ein Ding. Herkommen. Ja, du mich auch. Lumos. Das ist ein Steg mit einem Fass. Okay. Der Steg, der kann ja nur hier sein. Das schaffen wir. Hier wird's sein. Kann nicht hüpfen. Gott, hier. Lumos. Ha.
Lumos. Da bist du doch. Komm. Das war doch wieder sehr erfolgreich. Aber ich habe gerade was gesehen, wo ich dachte, vielleicht kommt man da noch rein. Was ist denn damit? Ach hier. Schade. Leider geht's ja nicht durch. Wir besaufen uns hier überall einfach. Schlossstufe 3. Schlossstufe 3. Gar kein Schloss. Gar nicht auf. Sorry. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Eberkopf, da waren wir gerade drin. Da waren wir auch drin. Ollivanders, da gehen wir als allerletztes rein. Dann gehen wir jetzt hier in den Scherzartikel-Laden. Nicht, dass du mir den Umhang ansenkst. Alles ist verschlossen. Scheiß Schlossknackerei. Lumos. Revelio. Lumos, Revelio. Da fliegt irgendwo die Seite. Na dann. Den Trick muss ich lernen. Wisst ihr, wie meine Geschenke aussehen, die ich einpacke? Man eigentlich tatsächlich jetzt mal ohne Witz, gibt es Haustiere? Das wäre super interessant, weil ich habe ein ziemlich cooles Haustier. Ich habe so eine Feuereidechse. Den hätte ich gerne, den Stab. Von weitem in die Fresse boxen. Bam. Don't push. Na dann. Verrückte Butze. Dann haben wir hier noch die drei Besen. Das Wirtshaus drei Besen ist das angesehenste Wirtshaus in Hogsmeade. Hier fließt das Butterbier in Strömen und man kann allerlei interessante Gespräche belauschen. Warte mal, ich muss noch mal kurz rein. Gibt's hier was zu rebellionisieren? Ja.
Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, den erzeugt einen üblen Geruch, der jedem in der Nähe umkreist, fluchtartig vertreibt. Also ich weiß auch nicht, manchmal lese ich wie ein Behinderter, ne? Oh, es ist da oben. Direkt mal hoch einfach. Ein Trifekta Schulumhang. Da draußen ist noch eine Seite. Ah ja. Weggekriegt, Alter. Zack, bumm, so geht das. Spider-Man-mäßig. Geht noch höher? Stufe 1. Das ist leicht nervig. Reveille. Da ist noch ein Bilderrahmen da vorne im Übrigen. Das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Serona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Okay, hier vorne habe ich noch einen Bilderrahmen gesehen. Da gehen wir jetzt mal schnell hin. Irgendwo hier. Jetzt sieht man das nicht wieder so, ne? Doch da drin. Warte mal, ist das Ollivanders? Ne. Wie Goldia Plitsch oder sowas. Hä? Legere Schuluniform mit Pleitkarum-Muster. Voll die Items. Da. Lumos. Das sieht gruselig aus. Sollte hier in der Nähe sein. Alter, dann war es jetzt wirklich lucky einfach. LOL. Wo kommen wir denn hier hin? Hier ist irgendein verwunschener Wald oder so. Gut. Oh, der Honigtopf. Aber wir waren jetzt gar nicht überall. Ich würde jetzt einfach mal zu Ollivanders gehen. Und hier muss noch irgendein Laden mit einem Schnaps oder sowas sein. Das hier jetzt oder wo? Ja, das Haus rechts von mir. Verschlossen. Dann da lang. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ist so schön, wie man sich's vorstellt, ha?
Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Das ist die Stimme von Jackie Chan? Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Krummspirale dunkelgrau. Aber das ist nicht mein Zauberstab tatsächlich. Ich hatte nämlich hier Phönixfeder als Kern. Schade, dass das nicht importiert wird. Ich glaube, dann hätte man... Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Dann hätte man es bestimmt am Anfang machen müssen. Versteht ihr? Okay, das ist jetzt der fertige... Wirklich interessant. Oh lol, Alter, Elderstab. Faszinierend. Ja, nee, den finde ich ja schon wieder zu übertrieben. Wirklich interessant. Nicht so einen schwarzen? Hier den, Alter. Faszinierend. Also die Wahl des Zauberstabs will ja gut getroffen sein, Freunde, ne? Wirklich interessant. Jetzt. Prinzipiell würde ich gerne jetzt auf das Warner Brothers Konto gehen und mal nachgucken, wie es war und euch auch zeigen, aber ich liege hier gerade im Sitzkissen auf dem Boden. Faszinierend. Ich nehme den. Den da. Holzart. Wirklich interessant. Ja, Ebenholz klingt schön. Schön lang. Faszinierend. Spröde, biegsam. Ja, mein Zauberstab müsste recht biegsam sein. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, dann wäre das jetzt mein Zauberstab, ja? Ich finde, der sieht ein bisschen langweilig aus, so Pelle gerade.
Wirklich aber ich möchte gerne Schaden haben. Ja, ich finde der gefällt mir am besten irgendwie hier. Von der Form her. Faszinierend. Der ist einfach nicht schön. Der ist auch geil. Komm, wir nehmen den. Der gefällt mir gut. Ja. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. So, wir haben jetzt also ein neues Zauberstäbchen. Ein Ausrüstungsstäbchen voll. Wie jetzt meine... Hä? Meine Ausrüstungsplätze sind voll. Oha. Aber was heißt denn, meine Ausrüstungsplätze sind voll? Wenn ich jetzt sage, den möchte ich anhaben, aber möchte ihn jetzt so haben, dann macht er das. Das ist natürlich cool. Und ansonsten kann man die einfach verkaufen. Okay. Ich noch gar nicht tragen, da brauchst du 9 für. Verstehe. Macht das denn Sinn, was anzuziehen? Hat das. Nö. Also macht das Sinn, die Sachen zu verkaufen, weil irgendwann das Inventar voll ist, ja? Hm. Dann merken wir uns mal eben kurz Ollivander. Machen hier einen Cut für euch, denn wir sind schon bei über 30 Minuten. Und wir gehen nochmal verkaufen. Wo war das denn jetzt, wo ich gerade verkaufen konnte? Warum gehst du eigentlich nicht ins Menü, auf die Karte, wenn ich erst sag? Verkaufen. Konnte ich nur bei dem, ne? Okay. Ich renne da schon mal hin. Und ihr... Rivelio. Nee, wie ging das denn jetzt? Und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Genau. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Haut rein. Ciao.